Kunden. Vielen Dank für die schönen Stunden. Wir sind die freundlichsten Kunden auf dieser Welt. Wir sind bescheiden, wir haben Geld. Alle am besten in jedem Staat. Die Steuern hier sind gleich weg dort. Wir reisen zu Deutschland und bleiben sie her. Auf dieser Art von Design warten wir uns, es wird jeder geholfen. Dem es gefällt, wir sind das freundlichste Volk auf dieser Welt. CD hieß, haben wir ein Album aufgenommen, das heißt Küssen verboten. Mega! Es ist ein sehr schönes Liebeslied drauf, das wir jetzt für euch spielen und singen wollen. Falls ihr heute mit eurem Liebsten oder eurer Liebsten da seid, könnt ihr jetzt ein bisschen Händchen halten. Und wenn ihr denjenigen oder diejenige gar nicht kennt, die neben euch steht, dann weiß ja nie, was passiert. Das Lied heißt Abgehauen. Zwei Magneten ziehen wir uns ab. Kleben aneinander fest. Doch du sagst Worte, die ich nicht verstehen kann. Wir sind wie Ostfrauen. Ohne dich geht es nicht. Doch auch zusammen ist nicht leicht. Ich wär mit dir so gerne abgehauen. Nur wir beide ganz allein. Doch das war leider nur ein schöner Traum. Wenn ich ja sag, sagst du nein. Will ich im Dunkeln sein, dann
sitzen beide nicht im selben Haus. Ich will woanders hin als du. Komm, nimm die Hand von meinem Reißverschluss und hör mir doch, was du. Ich wär mit dir so gerne von allen. Die meisten wissen gar nicht, dass er der ruhende Fels in der Brandung ist und ihnen die Prinzen überhaupt nichts wären. Meine sehr verehrten Damen und Herren, den größten Jubel des heutigen Abends für den unfassbar wunderbaren Henry Schmidt! Ist das nicht ein schönes Zusammentreffen? Ja. Und wenn man so zurückblickt, kann man doch sagen, also irgendwie, es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht. Sonntags gehen alle
mich ja nicht politisch relevant. Wahrscheinlich gibt es manchen, der es hört und sich an ein paar kleinen Zeilen stört. Es hat nicht so ein Niveau wie Bertolt Brecht, aber es war nicht alles schlecht. Mega! Klasse! Musik und dass wir nach wie vor so viele Leute haben, die das gut finden. Schön, dass es euch gibt, Leute. Und jetzt das erste Mal mit dem Jungen, das wir hier in den Händen haben. Gabi hat Sehnsucht, Sehnsucht nach Klaus. Thank you.
Time.
ganze Menge. Nicht nur Katrin Weber. Nein, ich habe im Theater tatsächlich vor knapp 10 Jahren ein Stück auf die Bühne gebracht. Und ich muss sagen, wirklich ein tolles Theater, tolle Schauspieler, tolles Ensemble, tolle Leute, hat viel Spaß gemacht. Und wir haben allerdings einen Vorteil dem Schauspielerensemble gegenüber hier auf der Bühne. Wir haben einen, der ist zwar kein Schauspieler, aber er sieht ein bisschen aus wie George Clooney. Gegenüber George Clooney wiederum einen Vorteil, denn dieser hier kann wesentlich besser singen. Das ist Jens Zentner! Mega! Ja, da finden wir uns schon ein bisschen. Jens Zentner! Mega! Wir kommen gemeinsam aus der Leipziger Tieflandsbucht ins Vogtland gereist. Und ich habe gesagt, na Jens, wir suchen das heute hier in Plauen. Und er sagt, mach dir keine Sorgen. Heute geht es ab! Und geht gerne.